So, jetzt mussten wir erstmal zum Upgraden. Ja, wahrscheinlich. Upgraden ist ja direkt irgendwo hier gewesen. 35 Module. Ich bringe mich um, dann finde ich den Weg wieder. Okay. So. So, Psi. QBR ist der einzige vertraute Ort. Hier lang, hier lang. So. Jetzt habe ich endlich Selbstheilungskräfte. Schön. Hi. Ah, ich habe den Weg wieder gefunden. Ja. Erstaunlich. Moment, was brauchte ich? Brauchte irgendwas um diese. Ah! Ich drück mal Escape. Waffe zu reparieren oder nicht? Und ich konnte, oder? Oh doch. Okay. Konnte ich sogar. Alter! Das ist so eine Gewohnheit. Wenn man lang genug nicht mehr gespielt hat. Ich habe Standard auf 3 hoch. Mehr brauche ich momentan nicht. Jo. Warten und modifizieren. Reparieren macht keinen Sinn. Dann gehe ich ihm als Cyber noch mal eins hoch. Die Unit nehme ich eh nicht. Ah! Du lernst auch sehr langsam, ne? Nee, es ist, wenn man die ganze Zeit was anderes spielt, wo Escape eigentlich quasi Standard ist. Schwere Waffen nutze ich eh seltenst. Ich weiß nicht, ob ich noch upgraden will. Wahrscheinlich Ansonsten werde ich. sparst du doch einfach auf. Wobei so ein bisschen was Ausdauer nicht schaden kann. Na, ich habe jetzt nochmal Reparieren und Modifikation genommen. Okay. Aus der Tatsache, dass ich nämlich denn jetzt auch theoretisch. Ah? Achso, aber reparieren Modifikationen. Das ist Genau. deins und das ist deins und das ist deins. Ich dürfte mittlerweile eine Energiewaffe auch ein bisschen sicherer upgraden können. Reparieren wir erstmal gut. Ja, nur ich werde nur eine von beiden reparieren. Ich habe nicht allzu viele. Dann die schlechtere. Hätte die bessere repariert. Hält. Ja, was? Das macht mehr Sinn. Wieso? Ich Du brauche brauchst beide, weil nur die Dinger eine. so verdammt nochmal schnell leer gehen. So. Aber ich modifiziere die bessere. Gut. Faszination Reparaturmodul. Ja, sorry. Ist gut. Ich betrachte inzwischen den Schatten in deinem Gesicht und lass mich anschießen. Wo bist du? Hier. Lad die beiden nochmal auf. Ah, okay, wir haben jetzt mehr Energie, ne? Jo, haben sie. Schön. Zufrieden? Jo, so, das haben wir schon. Dann sind wir, glaube ich, auf Deck 1 fertig. Deck 3 ist das nächste Ziel. Muss ganz kurz noch ein bisschen Waffen sortieren. Wo bist du? Ich bin immer noch im Upgrade-Gebiet, wie gesagt, Sachen sortieren. Ach so. Hör mir doch auch zu, wenn ich sage.
Ja, Sachen sortieren mache ich normalerweise nicht zwangsweise im Upgrade-Gebiet. Hast du irgendwelche Fluchtgedanken? Warum? Weil du ständig Escape drückst. Hey, das ist nur. Ich bin im Inventar und will aus dem Inventar raus. Und dann gehe ich mittlerweile automatisch auf Escape. Und ich muss mich wieder umgewöhnen, dass ich einfach auf weiter noch ein zweites Mal auf Tab drücken kann. Oder Rechtsklick oder Linksklick in dem Fall. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich bin so ein guter Spielpartner heute. Ja, das bist du wohl. Gerne Timmy wieder vom Ball Spieleland abgeholt werden. Ja. Mitkommen. Ja. Auch eine Karte. Natürlich schießt er mich an. Ach, mich auch. So. Alles jetzt so schwer. Ja. So, speichern. Jetzt darfst du Escape drücken. Okay. Darf ich? Ja, mach du mal. Drei wollen wir. Klappt. Schön. Listen. Here on Deck 3, there's an escape pod which we took abroad after contact station exploded. We suspect Shodan said she was infected and when my man started to analyze the data, she gained access to our computer system. Moreover, green biomass is stuck on the escape pod. It is growing rapidly. Tut das. As soon as possible. One of my engineers is ready to pop this thing up. But when I start to I suspect he has been killed because I can't contact him anymore. Head to the hangar and launch the escape pod. Then go to deck one and fire a torpedo to destroy the pod. Hurry up! Warte, aber... Warum wir auch mit dem Gesicht zum Aufzug? So. Nebenbei, hat sie irgendwas Interessantes gesagt? Ich hab nicht zugehört. Ich hör's mir gleich nochmal an, nachdem ich den Alarm aufgehalten hab. Danke. So. Blair? I'm telling you this for the last time. The trucks are destined for Colony Jeteda. The boxes contain valuable goods, was, and they aren't here in storage for you to play games with. Lock anscheinend. Last night another two containers were damaged. Of course, das none of you ich will take responsibility Lock for it. Do you think I'm a fool? If I notice even once more that the trucks have been moved even a tiny little bit, I will report you all to the captain. Ja, dann war es die Lok und nicht die E-Mail. Genau, die E-Mail von Frau Weber. Listen, here on deck 3, there's an escape pod which we took on board after Ponderby Station exploded. We suspect Shodan saved a kind of backup in the pod's computer, and when my man started analyzing the data, she gained access to our computer system. Moreover, a strange biomass is stuck on the escape pod. It is growing rapidly and is spreading all over the deck. We must neutralize the pod as soon as possible. One of my engineers readied the pod for takeoff, but he wasn't able to start it. I presume he has been killed because I can't contact him anymore. Head to the hangar and launch the escape pod. Then go to deck one and fire a torpedo to destroy the pod. Hurry up! Okay. Wir sollen also die Rettungskapsel, mit der wir hierher gekommen sind, beziehungsweise mit der Shodan nach Ponyby gekommen ist, abschießen und zerstören. Okay. Willst du die Forschungssoftware mitnehmen oder nicht? Version 6. Version 2. 2 nehme ich gerne. 1 hätte ich schon. So. Wollen wir es aufteilen oder wollen wir beide in derselben Richtung sterben? Erstmal aufheilen. Und ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir zusammen kämpfen.
Wieso spawnt man eigentlich vor dem Aufzug? Ich weiß es nicht. Ja, Shuttles oder Fracht? Fracht. Fracht. Okay. Shuttles! Bissi. Sicher, dass er da besser aussieht? Nee. Aber das sieht nach Kuvert aus. Ja, und nach Camp Storage. Oh, Camp Storage. Camp Storage ist immer gut. Banane! Kuvert ist schon aktiv, das weiß ich. Kickst du. So. Zu schade, dass wir noch nichts zum Analysieren haben. So, die ist gut. Wie wär's mit dem hier vorne? Den ja anmachen? Nee, oder? Geh da rein. Ah, schön. Oh, okay, der ist hier hingefolgt. Oh, das geht so schön viel schneller. Jetzt auf Level, ich weiß nicht wie viel. Zack, abgeschlossen. Mehr Schaden an Kurien. Da ist nichts weiter. Ja, nebenbei, war das gut. Hm? Okay. Den habe ich gerade eigenhändig gekillt, ja? Boah. Voll episch von dir. Voll episch. Cool. Granaten und Lock. Lock essen, ja. Ja. Nicht ganz. Even I have been attacked by one of the security bots in storage. We escaped by the skin of our teeth. It was one of the bots destined for college of data. Where the heck has it been activated? What now? Can we deactivate it somehow? Doubt it. Tja. Ich möchte erstmal runtergehen zu Storage. Das sieht irgendwie so aus, als würde man hier was finden. Zum Beispiel eine Standardkampfpanzerung. Falls du die noch nicht hast. Das ist doch nur leicht, ne? Ja. Problem ist, ich habe gerade nicht. Kein Platz im Inventar, dass das so passen würde. Okay. So wird es passen. Ist das so voll bei dir? Nee. Willst du die einen leichter haben? Ja, ist wahrscheinlich selber schon. Nee, ich habe meinen Raumanzug. Auch wieder. Na klar, momentan kann ich die noch mitnehmen. Ja, entscheide ich selbst. Macht euch auch momentan noch mehr Sinn als das Ding. Ups. Was gesehen? Was, wie? So. Noch mehr Kram. So, was bist denn du? Splittergranaten bist du, okay. Du bist Splittergranaten? Ja. Reparaturkram für dich, Mod-Software. Naiden für mich. Besten tragbare Batterien. Und Munition für dich. Was so? Ah ja. UNN-Batterien. Würde es auch klingen mag, ich bezweifle, dass die hier irgendwelche anderen Batterien bräuchten als ihre eigenen. Jo. Willst du nicht das Reagenzglas mitnehmen? Nein. Oh. Nebenbei, Epic Storage im Vergleich zum Originalspiel. Ja, Moment, das ist ja nur ein Hub. Ah! Oh. Das sieht freundlich gelb aus. Ehrlich? Erst schieße ich mittig drauf, der trifft nicht. Dann werde ich gekillt und löse damit noch den Alarm aus mit meiner Leiche. Das ist super.
Weiche schneller als das Licht aus. Ich bin traurig, dass ich 4 Schüsse brauche, aber nur 2 Schläge. Hey, Midwife-Organ. Kannst du eventuell mal... Hä? Achso. Ich bin so, gewohnt, hier rumzurennen und alles zu schlagen, was mir in den Weg läuft. Ja, ja. So. Muss reichen. Systems back to normal. Alter, ist die immer noch da? Kann nicht wahr sein. Gehst hier rein und versteck mich, bis es zu Ende ist. So. Das lohnt sich nicht. End of security alert. Und das war auch mehr Schaden am Midwife. Huch, wo kam der Schaden jetzt her? Von der Midwife, die ich gerade von hinten zerprügelt habe. Ah, okay. Ich glaube, was wir können, ist tatsächlich leisten, Aktivierungsschlüssel hier einzusetzen. Warum? Weiß ich nicht. Es ist irgendwie angenehmer, als ständig Psi-Spritzen zu verschwenden. Aber wir haben doch nur eins, oder? 2. Ah, okay. Später haben wir vielleicht. Gerade nicht. Okay. Whoa, stop right there. I'm Dr. Ludwig, the ship's doctor. Listen carefully. These black eggs are almost totally unaffected by our weapons, and even worse, the cloud that surrounds the eggs is extremely toxic. But I have found one possible way to destroy the eggs. I've developed a highly efficient poison. When you place this in the decontamination unit, you can give these eggs a deadly shower. Theoretically, the toxic cloud will then become harmless. You'll find the poison in the research lab on Deck 4. The access code is 80393. Don't waste any time, because I fear anything that might hatch out of these eggs will be as difficult to destroy as the eggs themselves. I wish I could help you, but I'm trapped here on Deck 4. Okay. Nebenbei. Ja. It should theoretically be... das ist ja eine so fröhliche Aussicht. Es sollte uns theoretisch keinen Schaden mehr machen. Praktisch könntet ihr trotzdem verrecken. Praktisch habe ich meinen Raumanzug. So, erstmal die Treppe hoch. Wo bist denn du hin? Bin hochgegangen. Achso. Weil mittlerweile haben wir 2 ungehörte Logs. Ja, dann hören wir die doch mal. John is dead. He was on his way to you when suddenly there were these strange black eggs with an odd cloud surrounding them. We fired on the eggs, but unlike the others, these ones don't burst. John tried to run through them, but it seems the cloud is toxic. He died immediately. Stay at the escape pods for now and don't try to pass through the eggs. I informed Dr. Ludwig and he is trying to analyze the cloud. Perhaps he'll find a solution. Und die nächste. I reported the incident to the captain and informed security. It seems they have big problems with bot control at the moment. Taylor told me nobody had activated the security bots, and they also can't deactivate them. We have to be extremely careful. Until further notice, nobody is allowed to enter storage. Okay. Wir werden da trotzdem mit reingehen. Werden wir? Ja. Warum? Weil es geht. Weil ich ganz gerne erstmal Deck 3 halbwegs gesehen haben wollen würde, bevor ich auf Deck 4 gehe. Ja. Die Dinger sind groß. Und noch ein Lock. Yay, nehm dir. John, tonight I'll walk all over you.
You don't have a snowball's chance in hell. Especially if Blair catches us. Alter, die schießen genauer als damals, sag ich mal, oder? Hey John, tonight I'll walk all over you. You don't have a snowball's chance in hell. Especially if Blair catches us. Any idea how we could distract your boss? In der Lok. Ja, dann soll ich die auch mal? Wäre ganz gut. Am besten, während du nicht abgeschossen wirst. Noch. Ich nicht. Hab ich gesehen. Ich auch. Mit meinen super Speedrun-Strats hier durch. So. Hier oben ist übrigens was Interessantes. Eigentlich ist hier alles interessant und ich konnte mir jetzt noch nichts angucken davon. Erstmal ganz viel Wodka für dich. Mir waren ja auch Chips und Donuts, aber das hat dich ja wenig interessiert. Ja, die kannst du von mir aus haben. Also. Tether-System in diesem Spiel, ne? Mhm. Ein faszinierendes Objekt. Ah. Das sind die, die Laster, von denen geredet wurde. Ah, okay. Aber wenn du schaust, da hinten links ist noch einer. Ich bin trotzdem der Meinung, dass das Gegner werden. Gut möglich. Willst du nicht runter? Eigentlich wollte ich da oben mir den Wodka holen. Aber. Ach gut, jo, ist gut. Wenn ich nicht rankomme. Ah, danke. Ich würde aber gerne hier lang gehen, den Originalweg. Gut. Dann warte kurz auf mich. Ah. B. Deswegen hat er gesagt, man soll die nicht irgendwie irgendwo hinstellen und die damit quasi als Hindernisparcours aufbauen. Hä? Die Autos. Ja. Hättest du zugehört? Den Loks? Ja, schon. Ich hätte nur nicht gedacht, dass das tatsächlich der Fall ist. Bring mich da mal um, aus Versehen, ne? Warum? Weil die Kletterphysik in diesem Spiel nicht mal als Kletterphysik anerkannt werden kann. Boah. So, waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Glaube ich. So confusing. Nicht wirklich, dass wir hier schon waren. Ja, hier oben liegen noch Sachen. Also ich liebe es, wie... Ah, springen! Spiel! Please!